Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition, Windows 10 Edition. Auf Minecraft und ich höre schon wieder irgendwelche dummen Zombies, obwohl ihr Tag ist. Was soll denn der Scheiß? Ja, heute ist eine Laberfolge, wo ich es mir vielleicht mit ein paar Leuten verscherzen werde, vielleicht mit euch verscherzen werde, vielleicht auch nicht. Und ich versuche nebenbei irgendwie noch irgendwas zu bauen. Versuche mich aber irgendwie noch zu konzentrieren. Was ist denn hier los? Bitte sehr, kannst du gebrauchen. Liebe Grüße, Wolf. Heilige Möhre. Ist bescheuert. 16 Dia. Kann ich verarschen? Was schenkt ihr mir denn so viel? Ihr seid bekloppt. Danke, Wolf. Och, Junge. Wie viel Fichte. Da kann ich schon weiter bauen. Ja. Ich weiß, es haben viele gesagt, hier wegen dieser Holzidee hier. Sind sich alle viel, sehr unschlüssig. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich werde es erstmal trotzdem so weiterbauen mit dem Dach. Und wenn es scheiße aussieht, dann kann ich das hier unten hier immer noch ändern. So, Thema. MCP. Community. Und all so ein Scheiß. Wir haben das natürlich jetzt ein bisschen länger alles angeguckt und ich finde es eigentlich teilweise grauenhaft, was alles so gemacht wird, was hier, keine Ahnung. Also mal ganz im Ernst. Es wird eigentlich, wird immer nur das geschaut, wo es heißt, dass man mitmachen kann. Da kommen die Leute, wenn man weiß, von wegen man kann mitmachen, dann heißt es, ach, was mache ich eigentlich? Von wegen, oh ja, man kann da irgendwo mitmachen, ja, ja, ich gucke mir das jetzt an und ja, ich kann bestimmt mitmachen, wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was mache. Ich werde jetzt auch keine Namen speziell ansprechen aus, sag ich mal, der YouTube-Regentschaft, wenn man das so nennen kann. Generell kann ich mich eigentlich auch nicht so selber nennen. Ja, das. Es gibt einfach viele, die meinen, also die das halt nutzen, um dann halt so gesehen indirekt Klicks zu generieren. Weil ganz im Ernst, also wenn andere dann immer sagen, ja, hier, ich habe Projekt am Start oder so. Ich weiß, da wird sich jetzt jemand angesprochen fühlen, der soll sich jetzt aber nicht so angesprochen fühlen, das ist nicht böse gemeint. Aber von wegen, mach mit, ihr könnt mitmachen und die Leute gucken es sich an und geiern und ja, und du bist toll, du bist der Beste. Die können im Endeffekt nicht mitmachen und haten dann natürlich rum wie bekloppt. Was man natürlich sagen muss, also wenn man das jetzt vergleicht, der liebe Cloud, sage ich zum Beispiel, wir haben zwar auch jetzt hier Projekte immer, aber wir haben zum Beispiel keine großartige, was mache ich denn da, Hatewelle. Warum? Weil wir nicht sagen, dass ihr mitmachen könnt. Weil wir wissen ganz genau, es ist einfach unmöglich, egal was für eine Community, egal welches Spiel, alle Leute, die zuschauen, mitmachen zu lassen. Es ist nicht möglich. Und deswegen wollen wir euch auch nicht verarschen. Ihr habt nämlich nicht, also ihr wisst, dass es eine Möglichkeit gibt, wie das funktionieren könnte. Aber wir versichern es euch nicht. Nebenbei muss ich mich auch aufs Bauen konzentrieren. Ihr habt uns nicht einmal sagen hören, von wegen, ja, ihr macht mit. Also, nee, von wegen so, bewerbt euch. Wir haben immer gesagt, wir achten darauf, wie die Leute zuschauen, ob sie kommentieren, was sie kommentieren. Und es geht nicht darum jetzt von wegen, dass man das, die Videos unbedingt angucken muss. Oder also wir gehen darauf ja nicht hinaus oder wollen darauf nicht hinaus. Wir wollen einfach nur herausfinden, die Leute, die Projekte oder die Sachen, die wir hier machen, feiern, die Spaß dran haben, die das gerne angucken, ohne mitmachen zu müssen. Die sagen, hey, komm, ihr seid zwar jetzt nicht Gronkh, aber es gibt eigentlich noch relativ wenig Survival-Let's Plays. Ist so, es ist eine indirekt aussterbende Art, wie auch andere schon sagen, kann ich auch verstehen. Aber es gibt Leute, die gucken das wirklich an, die interessieren sich dafür, die haben Spaß dran, die lenken sich damit ab. So, und diese Leute wollen wir erreichen. Beziehungsweise diese Leute holen wir dann auch hier rauf. Weil wir wissen, die machen das eigentlich, ja, weil sie Spaß an der Sache haben. Und nicht irgendwie, um irgendwo aufzutauchen. Mal ganz im Ernst, habe ich schon mal einen Jumpslime vor der Nase gehabt? Weiß ich gar nicht. Kann natürlich sein. Aber man... Was mache ich da eigentlich? Das soll doch kein Runddach werden.
Gott. Bauen und so über so ein Thema reden. Ich hatte schon überlegt, mich eigentlich irgendwo hinzustellen und dann so zu reden. Aber nö. Ich versuch's mal so. Kann noch ein bisschen länger werden vielleicht. Weiß ich nicht. Oh, so wollte ich es doch gar nicht machen. Gut, wo waren wir beim Thema? Wir haben nie gesagt, ihr könnt mitmachen. So direkt. Und wegen bewerbt euch. Das machen andere. Die machen 1000 Videos, wo sie sagen, bewerbt euch, ihr könnt mitmachen. Hier und da und sowieso und hast nicht gesehen. Oh ja, wird ganz toll. Die Leute klicken es an wie die Pest, weil sie denken, oh ja, ich kann wohl mitmachen. Ja, die sagen es ja und ja. Juhu. Im Endeffekt hört man gar nichts mehr irgendwann davon. Man kriegt das gar nicht mehr mit. Ja, es gibt auch andere Projekte, die ich mitbekommen. Das ist nicht so, aber dann doch so. Da werden dann plötzlich nur YouTuber reingelassen. Das ist natürlich auch genial, ne? Einfach nur YouTuber. Also, YouTuber. Wir können es auch nicht YouTuber bezeichnen. Wir sind das nicht. Wir sind einfach nur lächerliche kleine Leute, die da irgendwie hier Videos machen. So viel dazu. Ja, aber ich finde das einfach größte Verarsche. Ich gebe mit euch jede Wette ein. Jede Wette. Kann ich auch gerne mal testen. Dass ich demnächst irgendwann ein Ram-Video mache, wo ich in den Titel schreibe, von wegen eure Chance mitzumachen. Oder wie ihr auf den Ram kommt, oder so kommt ihr auf den Ram. Irgendwie so ein scheiß Titel, weißt du, so eigentlich im Endeffekt Clickbait. Ne? Man lockt ja. Wenn ich sowas machen würde, das Video würde zerklickt werden vielleicht. Okay, jetzt nicht so viel vielleicht bei anderen. Aber die Views würden viel, viel höher sein. Und mir ist halt natürlich selber aufgefallen bei den Ram-Videos, überall bei uns. Die Klicks waren am Anfang natürlich sehr hoch, weil viele dachten, oh, wir können rauf, hier und da. Dann sind sie es wieder runtergegangen zu einer Stammkundschaft. Mensch, Dierschwert hat sich verdoppelt. Ja, schön für euch. Stammkundschaft, Grüße an euch. Ja. Die Zuschauer und wo immer noch, gerade da stechen gerade einfach die Leute heraus, die man auf dem Ram rauftun könnte. Gerade wenn es dann so ruhig ist, dann stechen die Leute noch mehr heraus. Das finde ich natürlich auch geil. Vielleicht einigen nicht gefallen, aber egal. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Was soll ich jetzt tun? Ist mir scheißegal, was du mit deinem scheiß Tierschwert machst. Meine Güte. Nee, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Popel-Video mache, so ein scheiß Video, wo ich euch irgendein dummes Add-on vorstelle, das 2 Minuten geht, das müsst ihr natürlich so halb so okay, im Verhältnis, hört sich doof an, aber zu Tode klicken. Im Vergleich. Das wird sich wieder angeguckt. Oh, Add-on runterladen. Klar, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die Leute sagen, okay, ich möchte gerne etwas, wenn ich etwas gucke, ob ich da vielleicht mitmachen kann oder mitwirken kann oder was runterladen kann. Ich weiß jetzt schon, wenn Cloud irgendwann es schafft, dass die Map hochzuladen, wenn dein einer Tweet da 100 Retweets hat. Ich weiß, das ist gerade potent hässlich, aber das ist nur eine Hütte. Das Video, wo der Download ist, das wird auch wieder zu tot geklickt. Verständlich. Weil so ein Download würde ich dann natürlich auch haben wollen. Ich finde es einfach nur traurig, wie viele sich einfach nur verarschen lassen. Wie viele sich einfach wirklich da so übers Ohr hauen lassen. Und dann einfach die Leute feiern, obwohl sie nur verarscht werden. Das ist generell das Problem an YouTube Deutschland, ne, bisher. Demnächst mache ich auch einfach mal ein Video 24 Stunden in Minecraft eingesperrt. Guckt jede Sau, wegen dem scheiß Titel wahrscheinlich. Und ich lasse meine Figur hier im Haus rumstehen. Wisst ihr, mach eine Timelapse an von Tag und Nacht. Fertig. Ich wette, das Ding wird gefeiert. Warum? Es ist einfach... Boah, letztens ein Interview von Gronkh gesehen. Der Schund kommt automatisch nach oben. Ist so. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Ich glaube, ich muss es auch nicht verstehen, weil es macht keinen Sinn, da irgendwas verstehen zu wollen. Da ist einfach nur so Rotze beliebt ist. Keine Ahnung. Der einzige Vorteil ist einfach, dass wir... Okay, dieses Video jetzt, da werde ich wahrscheinlich die Daumen ausmachen, weil ich weiß, es werden einige, die angestoßen fühlen vielleicht. Ja, scheißegal, ich sehe es ja trotzdem dann. Ihr nur nicht. Ob es was bringt, was ihr da macht. Klicks helfen mir sowieso. Und ich bin ja eigentlich viel zu nett. Ich bin sogar noch viel zu nett, wie ich mich ausdrücke. Nur ich muss sagen, es gibt viele Zuschauer, die sind einfach nur... Also jetzt nicht auf mich wie es bezogen, woanders. Nö, das ist jetzt nicht auf meine Zuschauer hier bezogen, keinesfalls.
sondern andere. Einfach nur dumm, naiv, leichtgläubig. Die kommentieren Videos, obwohl sie sich noch nicht mal angucken. Okay, das tun eh die meisten. Aber das sieht man ja sofort schon beim ersten Kommentar. Also so. Allein wenn die Kommentare da sind, bevor die Zeit des Videos vorbei ist, es ist schon dumm. Es ist schon echt dämlich. Und aber das interessiert die Leute, die einfach nur auf Klicks aus sind und auf keine Ahnung was, Fame und habt ihr nicht gesehen, denen interessiert das nicht. Denen ist das scheißegal, wann ein Kommentar ist und ob das Video angeguckt wird, das ist denen Latte. Hauptsache, sie haben Klicks. Und ist jetzt, das ist hier bei mir auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Klar, in gewisser Weise möchte jeder ein bisschen größer werden, ein bisschen mehr Reichweite kriegen, die Leute erreichen. Da ist es auch mein Ziel. Also so, aber halt mit dem, was ich tue. Ich spiele ein Spiel, kommentiere es und ihr schaut zu. Und das war eigentlich mal meiner Meinung nach ursprünglich die Idee eines Let's Plays. Man spielt ein Spiel, man nimmt es auf, man labert dazu. Und das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Und ihr schaut zu. Aber nein, es werden Videos gefeiert, wo irgendwelche teilweise zum Beispiel Gerüchte in die Welt gestreut werden. Über Updates oder und so weiter. Zum Beispiel. Einfach nur, damit die Leute es anklicken, weil sie denken, oh, da gibt es vielleicht geile News, da gibt es eine Neuigkeit. Und dabei ist das eigentlich nur erstunken und erlogen. Und nur weil jemand A gesagt hat, von wegen sagte, oh, da könnte eventuell gleich B kommen. So in die Richtung geht das. Naja, und das ist. Krieg ich einen Kotzkrampf. Wie echt ein Kotzkrampf. Überleg mal, wenn ich News mache, dann wirklich so, dass ich. Ja, okay, ich hab's. Also, wenn ich die Quellen habe. Die zeige ich dann ja auch eigentlich immer sofort hier mit. Ja, indem ich ein Video von der Seite sogar mache. Wenn Mojang da eine Info macht. Ich glaube, einmal war das so, dass ich eventuell selber eine Vermutung mal hatte. Ja, das war das. Oh, was war denn das noch? Das war das mit dem End. War das mit dem End? Nee, das war diese geheime Funktion, weil in der Beta. Das war ja nicht eine Vermutung, das war ja, habe ich ja bewiesen, dass da man. Es einen Knopf gab, wo man hier mit dem, Villager irgendwie agieren konnte. Und da hat mir gedacht, so, ist das eine Funktion, die sie jetzt schon hinzufügen? Im Endeffekt war das keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Es ist weg. Aber, ja, ich weiß nicht, ich habe wieder den Faden verloren. Aber egal. Sieht echt komisch aus, das Ding. Oh, ist im Nachhinein? Naja. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte nach der Arbeit, war das. Es war sogar während der Arbeit, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. So viel durch den Kopf gegangen, was ich sagen wollte, und jetzt ist alles schon wieder weg. Ich finde es einfach nur. Traurig. Also, jetzt mal ohne Witz, also, wenn ihr nur Videos guckt, weil ihr da irgendwo mitmachen wollt, das ist doch nicht Sinn, das macht ihr doch bei den Großen auch nicht. Bei GLP, Paluten, okay, man darf es niemals mit denen vergleichen, das sind andere Welten, ohne Frage. Aber da fragt ihr doch auch nicht, ob ihr mitmachen könnt. Oder sonst irgendwas. Okay, es gibt wirklich Assis, nicht Assis, sondern Deppen, die das machen. Aber ihr würdet doch nie auf die Idee kommen, da mitmachen zu können. Was man sagen muss, in Sachen Minecraft, Pocket Edition, richtig, nur 10 Edition, da sind, oh mein, das Video geht relativ lang. Sind wir ja noch nicht so viele. Okay, wir sind schon relativ viele, aber nicht jetzt eine abnormale Größe. Es gibt jetzt, sagen wir mal, hier klar, Brandfernsehen. Leider ist JTAG ja weg, anscheinend. Brandfernsehen gibt es. One-Click, keine Frage, Ortlight. Dann kommt natürlich unser lieber Claudius. Und ja, hier Smurf und so weiter. Ich kann viele aufzählen. Aber wir bewegen uns alle in den unter 20.000er Bereich im Endeffekt. Unter 20.000 Abonnenten. Ansonsten gibt es kaum was Größeres in MCPE in Deutschland. Korrigiert mich gerne, wenn ich mich irre, aber das ist so, wie ich das zurzeit sehe. Ne? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, jetzt habe ich echt den Faden verloren. Gehen wir mal kurz hier hin. Muss mal kurz überlegen. Wie war das jetzt noch? Ja, aber die Auswahl ist nicht
Die Auswahl ist nicht groß, die ihr habt, wo ihr zuschauen könnt. Aber denkt nicht immer nur, weil jemand groß ist, ist er gleich gut. Jetzt so in gewisserlei Hinsicht. Oder dass er euch mitmachen lässt, keine Ahnung. Okay, das ist schlecht. Das war also irgendwie nicht so, wie ich gerade voll den Faden verloren. Was ich aber noch unbedingt erwähnen wollte. Überleg mal, was es immer so alles an Projekten gibt. Ne? Was immer so angesagt wird. Es gibt nur wenige Projekte, die durchgezogen werden. In der ganzen MCPE. Außer jetzt kommt ein Update, dann also so eine Survival-Projekte, sagen wir mal so, ne? Survival-Projekte. Man könnte auch Role-Projekte machen. Aber das sind ja so die typischen Survival-Projekte. Da gibt es halt uns. Dann gibt es natürlich Lane Mania. Hier haben wir von Mr. Kuno. Quichibu ist, glaube ich, auch dabei. Das sind durchgängige Projekte, die auch funktionieren. Dann gibt es natürlich Brandfernsehen, der selber was macht. Der macht auch seine durchgängigen Survival-Videos. Finde ich super. Und dann gab es noch wen? Verdammte Kacke. Ja, okay, sagen wir jetzt mal MCPE lieber. Das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, es hätte ja doch was Schönes werden können, aber irgendwie hört man davon wieder nichts. Das ist doch wieder irgendwie so, ne? Also für mich, ganz ehrlich, ohne Witz, ist das einfach nur Klickgeierei und Abogeierei. Das ist wieder so ein Pseudo-Ding von wegen, macht mit und hier und da und dann hört man wieder davon nichts. Was machen wir? Oder auch der Mr. Kuno oder Brand? Wir ziehen unser Ding einfach durch. Die Klicks sind zwar nicht so häufig da, anfangs sind sie da, weil die Leute immer denken, oh, man kann mitmachen. Und dann sind sie enttäuscht und dann gucken sie es wahrscheinlich nicht mal an. Aber wir sagen nie, dass ihr mitmachen könnt. Und man muss bedenken, hört sich jetzt auch doof an, ich weiß, ihr werdet euch sowieso angepisst fühlen, es machen die Erwachsenen diese Projekte. Mr. Kuno ist jetzt auch nicht der Jüngste. oder die liebe Lane. Und Cloud und ich sowieso nicht, geschweige denn der liebe Sari. Aber die Projekte funktionieren. Wir versuchen, den ganzen Kackhaufen hier irgendwie unter Kontrolle zu halten, was gar nicht mal so einfach ist. Aber wir haben eine gewisse Reife, bin ich der Meinung, um bei solchen Situationen durchgreifen zu können. Und ja, das würde ich in Sound zu halten, dass es funktioniert. Ich sehe nämlich genug andere Projekte, wo dann die Macher in Streitigkeiten auseinandergehen. Und sie sind alle viel, viel jünger. Das ist, kann man ja nicht mal verübeln. Das kann man nicht mal verübeln. Das ist halt so dem Alter auch gelegen. Ist auch kein Vorwurf, gar nichts. Das ist einfach so. Da fehlt einfach ein bisschen noch die, nicht die geistige Reife, keinesfalls, aber einfach nur diese die menschliche Reife. Die Erfahrung und so weiter. Das wollte ich jetzt einfach irgendwie alles, hier fehlt noch was. Nochmal gesagt haben, und ich glaube, das Video muss ich echt mal jetzt aufhören, weil sonst wird das viel zu lang. Das hört sich sowieso keine Sau bis zum Ende an. Wenn doch, freut's mich. Feedback gerne gegeben. Edit mich jetzt nicht zu Tode. Und ja, ich weiß, es war ein bisschen durcheinander. Ihr seht natürlich hier wieder eine kleine Endcard, ne? Abonnieren-Button nicht vergessen, wenn ihr wollt. Und ein paar Videos. Und dann würde ich sagen, mach gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.